Ihre Erfahrung basiert auf Ihrer Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, an der Schule. Je mehr Sie sich mit den Fragen auseinandersetzen, desto offener können Sie sein, im Grunde genommen. Wie kann ich den Unterrichtsprozess so gestalten, dass möglichst viele möglichst gut lernen können? Und natürlich brauchen gute Lehrerinnen und Lehrer eine fundierte Ausbildung. Gute Lehrerinnen und Lehrer brauchen Erfahrung. Wir müssen dabei sehen, dass es auch um Wertdimensionen geht. Respekt zu haben vor den Menschen, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ja, oh, jetzt muss ich, glaube ich, los. Ich muss ja... Ist schon Zeit, wo müssen Sie denn hin, Herr Hartmann? Ja, ich muss jetzt nach Mittweida an die Hochschule Mittweida mich in Zug begeben. So, tschüss. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt und da werden also an den Fachhochschulen ingenieurpädagogische Studiengänge durchgeführt und die Studierenden, die dort ausgebildet werden, auch in der Didaktik, die können dann an der TU im 7. Semester weiter studieren, Staatsexamen. Wir sind hier in Dresden und hier ist Mittweida, da ist Zwickau, da ist Zittau. Und wir bauen im Grunde genommen eine Brücke zwischen den Standorten. Hallo. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen an der Hochschule Mittweida. Ich begrüße Sie. Ja. Lassen Sie uns gleich reingehen. Ja, jetzt geht's los. Bitte schön. Danke. Wenn wir die Tradition dieser Hochschule einmal anschauen, dann reicht die bis 1856 zurück. Als Technikum hier gegründet, bereits damals erkannt worden, dass diese Ausbildung notwendig ist, um in der industriellen Revolution sozusagen Fuß zu fassen. Und dann hat sich das weiterentwickelt im technischen Bereich von der Elektrotechnik, Informationstechnik. Das waren damals die Ausbildungszweige, die hier wichtig waren, bis hin dann später zur Weinwerktechnik und dem Maschinenbau. Mittweida liegt im Herzen von Sachsen, ist wunderbar angebunden an große Städte wie Chemnitz oder Dresden. Man ist mit den Professoren, dadurch, dass es eine relativ kleine Hochschule ist, man ist sich vertraut, man ist nicht nur eine Nummer, man kennt sich. Man wird gut betreut. Es gibt super Praktika und praxisnahe Ausbildung. Die Lehrerausbildung, um die es ja hier vor allem geht, ist auch im 19. Jahrhundert schon entstanden, aber in die TU Dresden als pädagogisches Institut in den 20er Jahren integriert worden. Die beruflichen Fachrichtungen, die wir ausbilden, die versuchen wir so auszubilden, dass sie auch wirklich nah an den Schulen angelagert ist. Die Schwierigkeit ist ja bei uns hier eigentlich zu entwickeln, was wird zukünftig gebraucht, wo ist der Bedarf. Wir haben permanent neue Ausrüstungen, wir versuchen unsere Maschinen und Anlagen auf den modernsten Stand zu halten. Wir haben eine kleine Fabrik, wo wir Produktionsabläufe sozusagen testen können und Abläufe dokumentieren können und die Studenten sozusagen damit schon vertraut machen. Das versuchen wir auch stückweise auszubauen, sowohl im Bereich Maschinenbau, wir sind auch im 3D-Drucken hier mit neuer Technik am Start. Und da bringen wir die Studenten ran an die Themen, die sozusagen auch für die Zukunft wichtig sind und die hier gebraucht werden. Genau, das ist eine wichtige Sache. Ich denke auch, dass wir bezogen auf technische Aspekte das eine oder andere zu bieten haben. Die Region braucht Lehrer und Lehrerinnen. Das gilt für ganz Sachsen. Und wir haben das Problem, dass wir viel zu wenig Lehrer ausbilden. Und das hoffen wir ja auch mit dieser Kooperation zu ändern. Ich sehe das auch genauso, dass wir versuchen müssen, diese praktischen Aspekte, die die Ingenieurausbildung hier mit sich bringt, zu kombinieren mit dem, was an Anforderungen für einen Lehrer gestellt wird. Und das ist, denke ich mal, ganz gut, wenn ein Lehrer eben viel auch vom Praxis-Know-how weiß, dass er dann auch vermitteln kann, dass er sich also sicher ist bei dem, was er erzählt. Und ich glaube, das ist so eine authentische Art der Vermittlung des Wissens, was natürlich bei den Lehramtsstudenten, denke ich, ganz gut ankommt. Prinzipiell kann jeder Fachabiturient, wie ich es damals gemacht habe, einsteigen. Das ist ja grundsätzlich auch ein Maschinenbaustudium. Techniker, Meister haben ja die Voraussetzung für ein Studium an der Fachhochschule.
oder Ingenieure, die noch was draufpacken wollen, aber Diplom und Master vielleicht doch nicht der richtige Weg ist und die gemerkt haben, Mensch, ich arbeite gern mit Menschen, ich rede gern oder ich will auch gern die Jugend fordern, dann wäre das ja auch was Geeignetes für solche Leute. Wir sind aber halt auch im ländlichen Raum in Mittelsachsen, wo man sagt, dann viele Leute würden sich vielleicht dagegen sträuben, wirklich 5 Jahre dann nach Dresden zu gehen fürs Lehramtsstudium. Und so kann man sagen, die ersten 3 Jahre passieren hier und sind dann nur noch 2 Jahre, wo man nach Dresden muss. Meine Vision, ja, bezogen auf OpClar, ist, dass wir an den Hochschulen wunderbare Studiengänge installieren, dass wir dadurch mehr Studierende, und da meine ich ganz ausdrücklich auch Frauen, Studentinnen, dafür gewinnen. Und wir haben die Innovation in den Unternehmen und die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Schulen. Das ist etwas, was das ganze Leben trägt.